Ein herzliches Grüß Gott und Servus bei den Söll News. Heute besuchen wir die Kinderkornkammer, sind am Ahrensee zu Gast und treffen Mitarbeiterinnen des Informationsbüros, die uns einige Auskunft über das Wochenprogramm und die Veranstaltungen geben. Auch haben wir neu im Programm die So ist Söll Wirte Quiz Show. Damit wünschen wir euch viel Spaß mit den Söll News. Hier befinde ich mich nun bei der KIKO, unserem Abenteuerhof hier in Söll, und bei mir die Alina. Schönen guten Morgen, Alina, hallo. Guten Morgen. Alina, der Abenteuerhof hier bei uns im Hintergrund, der bietet ja ganz viel Platz und Möglichkeiten. Was macht sie denn und was ist denn das Besondere hier bei der KIKO? Ja, also primär befinden wir uns eigentlich immer draußen. Wir haben einen sehr großen Garten, viele Tierbewohner, um die wir uns auch gemeinsam mit den Kindern kümmern, Sträucher, Gemüsegarten etc. Allerdings haben wir natürlich auch ein Angebot für schlechtes Wetter, also für jedes Wetter sind wir gewappnet. Man kann sich gerne dann nach drinnen ziehen, auch in einen großen Raum mit Kletterwand, in dem man sich austoben kann, oder in eine Leseecke. Und so gibt es noch ein paar andere Räume, die es zu entdecken gibt. Das klingt ja ganz fantastisch. Und für wen ist es gedacht? Also welche Kinder und Jugendliche betreut sie oder was für ein Alter? Also wir betreuen primär Kinder und Jugendliche zwischen 1 und 14 Jahren, und aber gerne sind auch die Eltern eingeladen, am Nachmittag vorbeizukommen. Eventuell gibt es sogar einen Kuchen, den wir dann mit den Kindern gemeinsam gebacken haben. Genau. Das heißt, ich kann meine Kinder am Vormittag oder am Nachmittag bei euch vorbeibringen. Die schauen sich das dann mit euch gemeinsam an, und währenddessen gehe ich mit meiner Frau e-biken. Ja, sehr gerne. Wunderbar, dann machen wir das doch so. Viel Spaß mit dem Abenteuerhof, mit der KIKO hier bei uns in Söll. So, und jetzt sind wir da bei unserem ersten So ist Söll Wirte-Quiz, und bei mir ist der Hannes. Hannes, grüß dich, habe die Ehre. Hallo, grüß dich. Hannes, wofür ist dein Lokal bekannt und was ist das Besondere in deinem Lokal? Also bei uns im Lokal, also ich fange mal so vorne draußen mit einem großen Gastgarten, dann geht man rein ins Lokal, was eh total hippie und vintage eingerichtet ist, eher von den 60er schon. Habe ich einen Turnsaal, einen Musikraum. Dann habe ich noch ein Chemielabor und natürlich auch eine Küche. Und in der Küche wird was gekocht? Also wir konzentrieren uns auf drei verschiedene Länder, dass wir für jeden was dabei haben. Das ist italienisch, amerikanisch und asiatisch. Und was für eine Lieblingsspeise hast du? Ja, bei mir ist es definitiv der Burger. Und da würde ich sagen, es ist der New York Tower. Der New York Tower, der Burger. Und diesen New York Tower Burger, liebe Leute, gibt es für euch da draußen zum Gewinnen. Und zwar die ersten drei Leute mit Gästekarte, die unseren Hannes hier in Söll ausfindig machen, die bekommen diesen New York Tower Burger kostenlos zum Verkosten. Viel Spaß mit dem So ist Söll Wirte-Quiz. Hier befinde ich mich nun bei den Aufnahmen zu unserem Laufthema, und bei mir die Tanja. Herzlich willkommen. Hallo Tanja. Hallo. Die Tanja ist eine Mitarbeiterin bei uns im Informationsbüro. Und Tanja, du bist selbst begeisterte Läuferin. Was passiert denn bei dem Thema im Laufschritt über die Almen? Ja, also geht es halt jetzt um das, dass man einmal zu Plätzen kommt, wo man sieht, der Lauer nicht hinläuft, weil wir bieten das halt auch im Wochenprogramm an. Beispielsweise geht unser Guide Andi einmal in der Woche mit den Gästen laufen, und der bringt die Gäste halt auch zu Plätzen, wo man jetzt allein nicht hinkommt, und entdeckt halt neue Wege, wo es über Stock und Stein geht. Super. Und Tanja, dein Aufgabenbereich bei uns im Tourismusbüro ist ja die Wochenprogrammgestaltung. Was kann denn der Gast bei dir Neues erfragen, wenn er sich bei dir morgen am Telefon beispielsweise meldet? Ja, also das kann man ja von Gast zu Gast ganz individuell gestalten. Jeden Gast interessiert halt was anderes. Das Feine ist bei uns beim Wochenprogramm, ich weiß halt alle Punkte, was es gibt, habe alles schon miterlebt und weiß, was die Gäste erwartet, und kann halt so eine perfekte Auskunft geben. Wunderbar, dann freuen wir uns, Tanja, dass sich ein Haufen Gäste sich bei dir melden. Und so schaut es bei uns aus zum Thema Wochenprogramm in Söll. Ich melde mich hier vom zweiten Teil vom So ist Söll Gastro-Quiz, und bei mir ist der Sanjo. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, servus. Sanjo, was ist das Besondere an eurem Haus? Wir haben einen ruhigen Gastgarten, ein modernes Lokal und einen speziellen Weinkeller. Super. Und was ist die Spezialität in eurer Küche? Wohin geht da die Reise? Also in unserer Küche ist es spezielle europäische Gerichte, klassische Gerichte,
modern zu interpretieren. Also das heißt, mit indischen Gewürzen und asiatischen Gewürzen zu experimentieren und zu spielen. Tolle Sache. Und für euch da draußen heißt es, den Sanyo suchen und finden und dann, wenn ihr die Gästekarte mit dabei habt, dieses wunderbare Gericht, nämlich Frühlingsrollen, indische Frühlingsrollen mit traditionellen asiatischen Gewürzen zu verkosten, das ist euer Preis dann. Viel Spaß bei So ist Söll, dem Gastroquiz. Ich befinde mich hier am Ahornsee-Eingang mit der Sabrina, unserer Mitarbeiterin. Hallo Sabrina. Hallo. Sabrina, was hast du da für ein tolles Gerät dabei? Also ich habe heute ein E-Bike mit und ist eine ganz tolle Sache. Da gibt es eben ein paar Stufen und das erleichtert die Gäste als Fahren zu den Hütten und Bergseen, was wir in Söll haben. Tolle Geschichte. Und jetzt sind wir da am Ahornsee. Was ist denn da das Besondere? Genau, also man kann jetzt nicht nur schwimmen, sondern es gibt in 2 Wochen eine Veranstaltung, ein E-Bike-Treffen und es ist eben um 10 Uhr am Ahornsee. Tolle Geschichte. Sabrina, und was in deinem Aufgabenbereich fällt, das sind ja auch die Veranstaltungen. Ja. Wenn jetzt morgen ein Gast anruft, was machst du dann mit dem? Also ich erzähle ihm ein bisschen was von den Veranstaltungen, weil ich eben für das zuständig bin und von mir erfahrt er halt Details. Wunderbar. Dann sagen wir viel Spaß beim Ahornsee und beim E-Bike-Treffen hier bei uns in Söll.